Welchen Fritz-Repeater soll ich für meine Anwendung nehmen? Jetzt bei Frag Fritz. Lukas hat ein Problem. Er möchte seinen 100 Megabit Internetzugang im Heimnetz über WLAN verteilen und fragt sich jetzt, sollte ich dafür einen Fritz Repeater 6000 nehmen oder reicht nicht auch 1200? Lukas, gute Frage. Wir haben schon mal einen größeren Fritz Talk gemacht, einen längeren Fritz Talk rund um das Thema, wie ihr den passenden Repeater für eure Anwendung findet, aber ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen. Wenn ihr euch für ein Repeater-Modell entscheiden wollt, dann sind drei Aspekte wichtig, die ihr euch fragen müsst. Was möchte ich damit machen? Was möchte ich in Zukunft damit machen? Und mit welchen Geräten? Und davon kann man ganz gut ableiten, welcher Repeater am Ende passt. Lukas, wenn es wirklich nur darum geht, 100 Megabit Internet zu verteilen, wird der 1200 wahrscheinlich reichen. Die Frage ist aber, möchtest du vielleicht in Zukunft auf 300 Megabit upgraden? Oder wird vielleicht gerade Glasfaser ausgebaut und demnächst steht ein Gigabit ins Haus? Dann schon kann man schon gucken, ob man nicht zukunftssicher investiert und sagt, dann nehme ich doch lieber schon etwas größeren, damit ich diese Geschwindigkeit nachher auch sicher übertragen kann. Aber klar, auch die Geräte, die ihr verwendet, spielen eine Rolle. Denn wenn ihr zum Beispiel sehr wenig Geräte habt und vielleicht dann auch noch obendrein alte Geräte und wisst, da wird sich in Zukunft auch nicht groß was dran ändern, dann macht es vielleicht auch nicht so viel Sinn, einen super neuen Wi-Fi 6 4x4 Repeater zu nutzen, wenn ihr nur irgendwelche WLAN-Geräte habt, die mit Wi-Fi 4 oder 5 unterwegs sind. Auch da könnt ihr natürlich sagen, das wird ja auch mal erneuert, da will ich auch schon zukunftssicher sein, nehme ein Wi-Fi 6 Gerät, wobei der 1200RX ja auch ein Wi-Fi 6 Gerät ist. Aber auch da wieder gucken, okay, von welchen Geschwindigkeiten rede ich denn? Immer nochmal darauf achten, dass die angegebenen Geschwindigkeiten ja die Maximalwerte sind, die ihr in der Praxis so nicht erreichen werdet, weil da sind halt einfach Wände im Weg, da stören andere Geräte, das müsst ihr euch mit anderen Teilnehmern teilen. Also von daher gern ein bisschen größer dimensionieren, aber für 100 Megabit, wie gesagt, wird sicherlich auch ein 1200 erreichen. Der Vorteil von den großen Repeatern, also die, die dann noch mit mehr Antennen funken, ist nicht nur die höhere Geschwindigkeit. Auch da könnt ihr gucken, wenn ihr sehr viele Clients habt oder einfach eine, ich sag mal, schwierige Umgebung, die es abzudecken gilt im Thema Reichweite, haben wir mit vier Antennen auch nochmal Vorteile, gerade was die Abdeckung anbelangt. Wir können halt deutlich besser einen Bereich abdecken, als es ein Gerät mit zwei Antennen kann. Das könnte auch ein Grund sein, warum man dann doch lieber den etwas größeren nimmt. Lukas, ich hoffe, du hast damit schon mal so ein bisschen Anhaltspunkte bekommen, ob es jetzt der 6000er sein soll oder doch der 1200er. Wie gesagt, schau, was willst du machen, mit welchen Geräten. Ich habe zum Beispiel auch noch einen 1750 bei mir im Einsatz. Den könnte ich ja auch einfach aus Prinzip mit was Neuerem ersetzen, aber der erfüllt seinen Zweck. Da hängen alte Clients dran, die können eh kein Wi-Fi 6, da brauche ich auch keinen Wi-Fi 6 Repeater. Und die Lösung, die ich haben will, funktioniert da. Und auch der 1750 kriegt ja noch Updates, zwar keine neuen Features, aber ein Wartungsupdate demnächst. Denn wir möchten ja, dass ihr eure Produkte lange nutzen könnt und auch lange Spaß dran habt. Thema Nachhaltigkeit, dass ihr einfach sagt, jawohl, der Repeater macht, was er soll. Dann habe ich auch keinen Grund, einen anderen einzusetzen. Aber natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr euch für einen neuen 6000er entscheidet. Lukas, ich hoffe, du findest jetzt deinen Repeater. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder ganz allgemein zu irgendeinem Thema, dann wie immer ab in die Kommentare damit. Wir werden ja vielleicht schon im nächsten Fragfritz darauf eingehen und den wollt ihr nicht verpassen. Deswegen, ihr wisst es, Abo reinhauen, Glocke reinhauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.